umso mehr freue ich mich, dass ich dann auch hier bei der Gelegenheit mal so ein bisschen so einen Fokus richten kann auf einige Aspekte des Islam, so sehr wir da mit diesem Wort des Islam frustig sein müssen oder sein wollen. Das werde ich auch in meinen Ausführungen immer wieder erklären, dass wir eben keinen, nicht den Islam haben, sondern dass wir ein sehr pluralistisches Antlitz des Islam haben. Und das wissen die meisten von Ihnen ja auch. Aber wir neigen natürlich schnell dabei, wenn man bestimmte Ereignisse, die uns auch durch die Medien immer wieder nahegebracht werden, dann zu sagen, es gibt irgendwie einen Kern dieser Religion, die uns ja eigentlich sehr, sehr nahe steht, mit dem Judentum zusammen als monotheistische Religion, aber diesen Kern, der eben auch dazu führt, dass man sich mit Gewaltphänomenen auseinandersetzen muss. Aber dieses ist natürlich nur ein kleiner Teil, aber für mich ist es eben in den letzten Jahren eben auch ein Aspekt meiner beruflichen Tätigkeit gewesen. Und ich werde da nicht im Detail darauf eingehen. Ich denke auch, das wird jetzt hier und nicht unbedingt zur Sache beitragen, aber einfach so ein bisschen die Erfahrung, die ich gesammelt habe, vielleicht ein bisschen dann zu spiegeln. Ich fange mal an mit einem Zitat, was ich auch aus einem Buch herausgezogen habe. Der Islam hat in Bezug auf seine Normen und Werte eigene Maßstäbe. Die Quelle, der deutsche Mufti, also der deutsche Rechtgelehrte, das gibt es wirklich, so ein Buch, das ist in einem deutschsprachigen islamischen Verlag in Köln erschienen, so eine Art Lexikon des Verhaltens auch, der sich eben richtet an deutsche Muslime, aber eben unter einem ganz bestimmten Fokus natürlich auch, sich auch abzugrenzen, abzusetzen. Und das Thema haben wir natürlich in den letzten Jahren immer wieder gehabt. Jetzt, die meisten von Ihnen kennen diesen Begriff vielleicht, Salafismus, also der strenger gelebte Islam, der sich eben einfach auch durch Internet und Medien sehr stark aufgedrängt hat und der eben noch nicht der Weg zum Terrorismus ist, mit dem wir uns ja auch beschäftigen mussten diese Erscheinungsform, diese Ideologie steckt eben auch hinter so einem Satz, der eben sagt, unsere Grundlagen sind eben andere als die anderer Religionen und wir müssen an diesen Grundlagen festhalten. Zweites Zitat von einer amerikanischen Historikerin, die ich sehr schätze: Wenn jemand behauptet, der Islam sei so zu verstehen, wie Muslime ihn verstehen, dann sollten wir immer fragen, welche Muslime denn eigentlich gemeint sind. Diese zwei Zitate zeigen so zwei Perspektiven. Also kurz die Glaubensgrundlagen, die Sie vielleicht, ich weiß nicht, viele von Ihnen haben vielleicht doch der ein oder anderen Zugänge zu der Thematik, also Ergebung in Gottes Willen, eigentlich ein schönes Bild. Der Muslim ist der, der sich dem Willen Gottes ergibt, sich hingibt, das natürlich auch in sehr großer Konsequenz, je nachdem, wie man natürlich seinen Glauben versteht. Wir haben vorhin dieses Zitat gesehen, wenn man das sehr, sehr eng sieht, dann hat man natürlich auch mitunter das Problem, dass man den Blick vor anderen Glaubensrichtungen, vor anderen Religionen nicht so im Blick hat. Aber das haben wir auch in anderen Religionen, die fundamentalistische Auslegung des eigenen Glaubens. Und das ist natürlich auch im Islam eben ein großes Problem, wie wir wissen. Also die Grundlage ist der Monotheismus, das verbindet uns ja mit dem Islam, mit dem Judentum, der Glaube an einen Gott. Arabisch ist das Tauhid. Es gibt Moscheen, auch viele Moscheen in großen Städten, die diesen Begriff der Tauhid-Moschee, in Köln gibt es eine Tauhid-Moschee, haben, die also schon im Namen darauf hinweisen, dass sie den einen Gott, der eben keine Nebengötter neben sich duldet, das ist ein Problem, was wir natürlich auch oft im Gespräch mit Christen haben, Jesus und Gottes Sohn, bei Dialogtreffen immer wieder. Das ist eben auch was natürlich auch
immer ausdiskutiert werden muss, wenn man mit Muslimen, die eben sagen, ihr habt einen zweiten Gott, ihr habt einen Gottessohn in eurer Religion. Und Muslime legen eben sehr großen Wert darauf, dass es eben nur den einen Gott gibt. Das jüngste Gericht, Auferstehungsglaube, ist besonders stark auch im schiitischen Islam verbreitet. Ich deute diese Dinge hier nur kurz an, um nicht sozusagen so ein Pro-Seminar für einen Einstieg in den Islam zu geben, weil wir da wirklich sehr weit in die religiösen Grundlagen hineinschicken sollen. Aber ich einfach nur, um das nochmal wach zu rufen, die Pfeiler, das sind die sogenannten Arkan. Arkan ist das arabische Wort für Pfeiler des Islam, Arkan al-Islam, das Glaubensbekenntnis. Ganz wichtig, wird immer wieder genannt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Er ist kein Gott, aber er ist sein Prophet, der Verkünder. Die fünfmaligen Gebete am Tag, vom Morgenaufgang bis zum Sonnenuntergang, wird sozusagen, muss man immer sagen, wer es so lebt. Davon gibt es sicherlich sehr viele Muslime, die ich auch kenne. Ich kenne auch sehr viele Muslime, die es zumindest doch immer wieder schaffen, dann den Tag über bis zum Sonnenuntergang zu fasten. Das ist ja sozusagen immer, es gibt ein Fasten und ein Fastenbrechen. Die Pilgerfahrt, sehr wichtig, nach Mekka, die kleine und die große Pilgerfahrt. Also das ist die vierte Säule, der vierte Pfeiler des Islam. Und natürlich auch eine sehr wichtige Funktion ist das Almosen geben, was natürlich auch eine sehr starke soziale Funktion hat. Die Frage ist eben einfach immer, wenn man es so versteht, wenn man seinen Glauben so versteht, dass man diese Pfeiler als Kern seines Glaubens versteht, dann ist ein Almosen geben eben auch der fünfte seines Einkommens, von seinem Gehalt zu geben für wohltätige Zwecke, wie es oft heißt, zum Beispiel auch für Bauen, Moscheebauten und so weiter, hat man immer wieder auch davon gehört. Das machen viele, aber natürlich bei weitem nicht die absolute Mehrheit. Der Koran, wichtiges natürlich Zeugnis des Wortes Gottes, wird auch sehr viel darüber diskutiert, dass gerade auch fundamentalistische Muslime eben die Unveränderlichkeit betonen, obwohl es eben in der Wissenschaft auch viele Veröffentlichungen in den letzten Jahren gab, die immer wieder und in den letzten Jahrzehnten gab, die eben sagen, es gab immer historische Abfolgen des Korantextes, da gab es auch Unterschiede. Aber wenn man natürlich daran glaubt, dass der Koran ist so, wie er vom Propheten Mohammed empfangen worden ist, eben auch unverändert bis heute. Vor Jahren gab es immer noch einige Koranausgaben, die auf der Straße verteilt wurden. Das hat man auch bei uns immer wieder gesehen, die sogenannten Lease-Aktionen. Das ist auch eine Aktion, die ist 2016 verboten worden, weil der Hintergrund schon auch eine Organisation war, die versucht hat, auch den Glauben auf eine politische Art und Weise auszuleben und dafür entsprechend auch Anhänger zu finden. Vielen ist das aufgefallen und man hat natürlich auch daran gemerkt, wie stark auch im Islam missionarisches Denken verankert ist. Mehr als wir das kennen, im Christentum, also offensiv zu werben für die eigene Religion. Und der Prophet Mohammed, der eben Mensch ist, der als historische Persönlichkeit ist, der eine von dem es viele Überlieferungen gibt über Aussprüche und Taten, die also auch einen sehr rechtsverbindlichen Charakter haben. Und er ist als Siegel der Propheten. Das ist natürlich auch ein Problem, weil man oft sagt, Herr Pfarrer sagte gerade, der Prophet, Jesus ist als Prophet anerkannt im Islam, aber Mohammed ist natürlich auch, er ist der letzte Prophet, er ist sozusagen das Siegel der Propheten. Nach Moses und Jesus kommt Mohammed und Mohammed vollendet die Offenbarung. Und ich habe selber auch im Gespräch natürlich immer wieder gemerkt mit Muslimen, dass sie sagen, ja,
die Bibel, die Tora, wunderbar, aber wir haben natürlich danach den Islam, der hat vieles aufgegriffen und vollendet, perfektioniert. Kann man, ist sicherlich auch im Dialog immer auch eine gewisse Problematik, damit eben auch die göttlichen Offenbarungen abgeschlossen. Danach hat sich keine andere Religion mehr als große monotheistische Religion sozusagen auf diesen Weg begeben. Und das ist der Glauben an also die, auch der ewigen Gültigkeit der Offenbarungen des Propheten Mohammed. Zur Rekapitulation. Ich habe jetzt auch die Frage der Verbreitung des Islam wollte hier mit aufgenommen, um auch nochmal klarzumachen, wie so ungefähr auch, wie stark auch diese die Verbreitung in bestimmten Regionen, aber eben auch in Regionen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. 1,6 Milliarden Zahl, die ist 11 Jahre alt. Man kann solche Zahlen natürlich, vielleicht sind es inzwischen auch 1,8 Milliarden Muslime. Und also Zählungen, Statistiken über eine weltweite Bevölkerung sind natürlich immer etwas auch schwierig zu so über Jahre hinweg festzulegen. Aber ungefähr haben wir eine Größe davon. Und die Mehrzahl der Muslime sind Sunniten. Das ist also dieser offizielle Bereich der Nachfolge des Propheten, die sozusagen auch für sich in Anspruch nehmen, sozusagen den historischen und religiösen Gang der Geschichte, so wie es auch wirklich historisch überliefert ist, der Kalifen und so weiter zu vertreten. Schiiten im Iran, 10%, es gibt auch in Deutschland Schiiten, sind natürlich wirklich eine Minderheit, aber natürlich eine starke Minderheit, die also, da könnten wir jetzt länger noch drüber sprechen, eine eigene Lehre der sogenannten Imame, der verborgenen Führer des Schiitentums benannt haben und letzten Endes dann eigentlich bestimmte Regionen wie den Iran, auch im Jemen gibt es Schiiten, es gibt überall im Libanon natürlich die Hisbollah als politische Organisation, die aus dem Schiitentum hervorgeht, sind auch schiitisch geprägt. Aber daran sieht man auch mal, es gibt einen breiten Konsens der Muslime, die sich in dem Sunnitentum zeigt. Sunniten sind die wörtlich, die der Tradition folgen. Dahinter steckt das Wort. Und Schiiten sind die dem eben einen Imam, dem letzten Imam des Islam nachfolgen. Weitere Glaubensrichtung kann man noch sehr stark ausführen. Ahmadiyya, ich weiß nicht, viele von Ihnen werden vielleicht sagen, auch schon mal gehört, es gibt sogar auch Moscheen, die dieser Glaubensrichtung nahestehen. Hier ist natürlich auch besonders auffällig, wie stark eben auch im indonesischen Raum, Indonesien ist ja das größte islamische Land von der Zahl der Muslime, weil wir immer den Nahen und Mittleren Osten sehen, Deutschland. Es gab vor wenigen Monaten eine neue Veröffentlichung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge unter dem Titel Muslimisches Leben in Deutschland. Da haben die wohl mehrere Jahre dran gearbeitet. Die Organisation, die auch die Anerkennungsverfahren führt in Nürnberg, die hat auch ein Forschungszentrum und die haben also da mit Umfragen nochmal die neueren Zahlen erfasst. Ich kann mich erinnern, als ich vor 20 Jahren etwa schon mal zu dem Thema einen Vortrag gehalten habe, da sprachen wir immer von 3 Millionen, 3,2 bis 3,5 Millionen. Jetzt wird das auf 5,3 bis 5,6 Millionen angesetzt. Eben, man kann nicht genau feststellen, weil es in den Umfragen die Religionszugehörigkeit nicht sozusagen so abgefragt wird, dass man also
automatisch sagen, weiß, genau, das sind zuverlässige Zahlen. Der Anteil an der Bevölkerung 6,4%, 6 bis 6,7%. Und hier auch nochmal wieder analog zu dem Thema Sunniten, Aleviten bzw. Schiiten, auch natürlich 2/3 große Mehrheit. Die meisten Moscheen, die wir kennen, sind sunnitisch geprägt, also auch die DITIB-Moscheen in Köln beispielsweise, die große Moschee. Und von den kleineren, also Schiiten, gibt es in Hamburg eine große Moschee, das islamische Zentrum. Und 4% ist nicht viel. Dass die türkeistämmigen Muslime die größte ethnische Gruppe sind, ist sehr gut nachvollziehbar. Inzwischen sind hier in der Studie sind die zweitgrößte Anteil sind inzwischen die syrischen Muslime. Das ist sicherlich der Situation der Flüchtlinge geschuldet in den letzten Jahren, weil wir in früheren Jahren oft nordafrikanische Muslime an zweiter Stelle hatten. Dass NRW mit circa einem Drittel Muslime gut vertreten ist, kann man sich allein durch die Ballungsräume, die wir haben, nicht nur Köln, aber sicher auch Ruhrgebiet und so weiter, gut erklären. Ja, Einheit und Vielfalt. Das ist jetzt nochmal das, was ich eingangs schon versuchte deutlich zu machen. Islam als monotheistische Religion, die natürlich auf Muslime in dem Sinne auch sehr stark Einfluss hat, wie sie geprägt sind, ist eigentlich eine nachvollziehbare Größe zu und auch aus meiner persönlichen Erfahrung immer, dass man sehr, sehr viele Muslime, die also ethnisch und lokal oder durch ihre Erziehung, durch ihre Prägung, wie sie eben sozialisiert sind, wie sie aufgewachsen sind, wie sie hierher gekommen sind, welche Schulbildung sie genossen haben oder Universitätsbildung, eben davon auch beeinflusst sind, zum Beispiel selber den Blick zu richten auf andere Glaubensrichtungen. Und da könnte man sicher noch ein paar andere Pfeile dazu zeichnen, aber das ist so auch die Erfahrung, die wir immer haben, die in soziologischen Studien auch eine große Rolle spielt. Die andere Seite, das ist das, womit ich natürlich auch in meinem beruflichen Leben immer wieder zu tun habe, da muss man natürlich immer sagen, es gibt ja diese berühmten Verfassungsschutzberichte, in denen man sagt, die absolute Mehrzahl, 99% der Muslime sind nicht, circa 99% der Muslime sind nicht verwurzelt in irgendeiner politischen Ideologie, die manifest ist. Also sprich, die einer islamistischen Ideologie folgen, das wären vielleicht 1%. Natürlich sind genügen manchmal 1% auch, um für Unruhe zu sorgen. Und das haben wir in den letzten Jahren oft erlebt. Leider ist es auch so, dass viele Muslime, die sich aus diesem Salafismus speisen, dieser ideologischen Strömung, die sehr streng in Islam lebt, dass sie auch sehr stark eben im Internet und in den Medien für sich nutzen und dass man natürlich, wenn man zum Beispiel, man googelt Islam, sie googeln einfach das Wort Islam und sie finden salafistische Quellen in erster Linie. Sie finden wenig vielleicht liberale Gruppierungen, Netzwerke, denn sie haben es verstanden, die neuen Medien, Internet, sozialen Netzwerke zu nutzen. Das ist, vor Jahren hat das mal ein Soziologe ganz gut erfasst. Da sagte man, googelt und stellt fest, dass hier ist ein bestimmtes Weltbild da, wird gezeigt. Und wenn wir jetzt drauf gucken, sagen wir, ja, das sind ja oft wirklich sehr einseitige Blickwinkel oder vielleicht sogar intolerante oder sehr stark fixiert auf den Glaubenserhalt und merkt,
Hintergrund ist vielleicht irgendeine Seite wie salaf.de oder irgendetwas. Vor Jahren war das eine der wichtigsten Seiten immer noch. Das heißt, man muss dann eben auch immer den Blick weiten und gucken, wo kriegt man andere Informationen. Aber es ist halt ein Zeichen unserer auch Mediendemokratie, wo man eben selber sieht, sehen muss, wo man Informationen bekommt, die also auch eine Vielfalt anzeigen. Genau, und der, davon eben die, dieser gewaltbereite Teil, der uns in den letzten Jahren auch uns natürlich immer wieder beschäftigt hat, der also auch zu, dazu neigt, wirklich Gewalt als Form des der Willensbildung auszudrücken, der ist natürlich hier von diesem Bereich des politischen, der politischen Ideologie auch noch wieder ein sehr, sehr geringer Teil. Aber auch die geringen Prozentsatzzahlen sind natürlich die, die oft uns eben besonders auch mit, nicht nur medial, sondern auch in der Reaktion und in, dem, in den öffentlichen, im öffentlichen Diskurs beeinflussen. Jetzt, mein Schwerpunkt war so, auch, wollte ich auch so ein bisschen darauf richten, wie stark wir also auch, wenn wir auf diese Phänomene, Terrorismus, Islamismus, politische Ideologie, religiöse Ideologie schauen, dass wir natürlich auch in unserer Wahrnehmung immer wieder auch schauen müssen, wie man sich selber auch quasi davon auch beeinflusst wird. Mir geht das, ging das in den letzten Jahren natürlich ganz besonders so, weil ich immer wieder auf diesen, den Fokus gerichtet habe, auf das durch Vorträge in so einem polizeilichen Kontext zum Beispiel, was beschäftigt uns, was ist unser Problem, warum sind Muslime mitunter, radikalisieren sich und man dann automatisch schon ein bisschen dahin kommt, ob das, das auch so ein Selbstläufer ist, dass so, also das Sozialverhalten von Muslimen auch allein durch die eine stringente kulturelle Prägung bedingt ist und dann sozusagen vielleicht auch in Familien, in sozialen Gruppen auch dazu führt, dass man sich so oder so verhält und nicht einen freien Diskurs und eine ja, freie Meinungsbildung betreibt. Das ist, aber ist eben auch für, aus meiner Sicht ein Fallstrick. Oder dass man individuelle Verhaltensweisen eben der analog zu dem, was ich oben sagte, dann auch schon kulturalisiert, also einer festen kulturellen Bedingtheit zugeführt. Oder dass eben Muslimen als auch natürlich stark durch die Medien wahrgenommen werden. Ich habe mal vor einiger Zeit so Spiegel-Ausgaben gesammelt und da hat man natürlich immer bestimmte feste Bilder davon, die verschleierte Frau, der muslimische Fundamentalist, auch um ein bisschen dahin zu führen, wie wir eben auch davon natürlich auch beeinflusst sind, dass wir eben merken, es fällt schwer zu sagen, dort ist, diese Gruppe ist eine Minderheit und die Mehrzahl der Muslime ist eigentlich anders und ist tolerant und ist, das ist eben einer dieser Fallstricke, mit denen wir es immer wieder zu tun haben. Ja, ich habe hier einige Beispiele genannt, aufgeführt, die auch immer wieder auch sehr auch dieses sehr positive Bild, was vielleicht viele von Ihnen, ich weiß nicht, sicher waren viele schon in Ägypten, in Nordafrika, Marokko, Tunesien, wo man immer gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr positive Erfahrung, die man immer wieder feststellt durch diese unheimliche Gastfreundschaft. Das gehört einfach auch zu einer islamischen kulturellen Prägung dazu. Und ich will es jetzt nicht nochmal alles auflüsten, aber Sie sehen es, die Zusammengehörigkeit von Familie, Stolz, Ehrgefühl hat natürlich auch Schattenseite, dass dieses Ehrgefühl natürlich eben auch dazu ausschlagen kann, zu sagen, man muss die Familie verteidigen, wogegen auch immer. Oder diese Einhaltung von religiösen Pflichten. Wir hatten diese Thematik verboten und erlaubt, die bei uns auch
vielleicht in manchen Gruppierungen, strengeren religiösen Sekten oder Religionsgemeinschaften auch immer auch verbreitet ist. Aber damit haben die meisten gar nicht mehr so viel zu tun. Aber dass man, es gibt Bücher über das Thema Haram, Halal, also nicht nur beim Essen, sondern auch irgendwie in seinem ganzen Sozialverhalten. Das gehört natürlich auch dazu. Oder die soziale Kontrolle. Dann haben wir eine andere Seite, auch ein paar Spiegelstriche dazu, die einfach natürlich dann auch ins Negative schlägt, das negative Rollenbild von Frauen. Da können wir einen eigenen Abschnitt jetzt hier anschließen. Geschlechtertrennung, Unterdrückung von Sexualität sind Dinge, die alle mit dazugehören und über die es in den letzten Jahren auch immer wieder Bücher gab, wenn sich der ein oder andere erinnert, die ein oder andere an Talkshows mit muslimischen auch Frauenrechtlerinnen, die also auch sehr stark deutlich gemacht haben, wie stark eben auch diese patriarchalische Herrschaft ist und das patriarchalische Denken. Und natürlich auch Gewalterfahrungen und Familiengesellschaft, wirtschaftlich-soziales Gefälle spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle auch im Sozialverhalten. Bildungshintergründe hatte ich vorhin schon genannt. Und natürlich auch bei der Thematik des Israel-Palästina-Konflikts. Das wird also auch gerade in Diskussionen mit Muslimen immer wieder eine natürlich beherrschende Rolle spielen, wo man sagt, das kann man so oder so auch immer ganz gut verstehen. Natürlich durch persönliche Schicksale, Vertreibung und so weiter. Aber es führt natürlich eben auch zu dem Thema der weit verbreiteten Antisemitismus, der uns jetzt ja auch unter den jungen Muslimen, Flüchtlingen auch immer wieder beschäftigt. Die Konflikte, die sich natürlich gerade Jugendliche ausgesetzt sehen, mit denen wir es ja auch in meiner beruflichen Erfahrung vielfach zu tun haben. Dieser Zwiespalt zwischen Integration und also vermeintlichem Anpassungsdruck, das Wort Assimilation wird natürlich mitunter auch so ein bisschen benutzt, um zu zeigen, wie man würde gezwungen, sich zu assimilieren. Man müsste, das ist ja teilweise auch wirklich ein bisschen ja, ideologisch überbetont worden und dass man gleichzeitig die Ausgrenzung benutzt, vermeintliche Ausgrenzung, Islamophobie, damit haben wir uns in den letzten Jahren auch immer wieder beschäftigt. Wenn ein neues Buch erscheint von Thilo Sarrazin, der Name wird dem einen oder anderen was sagen, dann hört man immer wieder muslimische Reaktionen. Das ist, als wenn das irgendwie ja, ein Mainstream ist. Ist Sarrazin Mainstream? Steht er für die gesamte deutsche? Nein, sicher nicht. Er vertritt eine Meinung, der man folgen kann, der man aber nicht folgen muss, weil wir haben ja diesen Pluralismus und das bei uns, der also eben das natürlich auch möglich macht, dass Bücher erscheinen, die dem einen nicht gefallen, dem anderen vielleicht, der sie gerne liest. Die Rolle von Bildung, Offenheit gegenüber säkularer Gesellschaft, sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, gerade in der Jugend. Generationskonflikt spielt natürlich auch gerade eine Rolle bei den Jugendlichen, die sich radikalisieren, die ihre eigenen Eltern wahrnehmen, die sich angepasst haben, die ein Haus gekauft haben und dann sagen so, aber wo ist eure Religion und so. Führt dann mitunter auch zu einer Radikalisierung, mit der wir es auch immer wieder in der polizeilichen Arbeit zu tun hatten. Gerade der Orientierung an kulturkonformen Verhaltensweisen, auch ein schon genannter Aspekt. Und ich möchte hier nochmal ganz, wir sind gleich am Ende des Vortrags, deutlich machen, dass diese konfliktuellen Biografien, gerade von Jugendlichen, eben nicht der Regelfall sind. Selbst wenn wir sie immer wieder vorfinden, jetzt der letzte Fall, der uns hier beschäftigt hat, in Hagen, ein 16-Jähriger, der möglicherweise einen Anschlag auf die Synagoge geplant hat. Sie haben davon gehört. Und das sind solche Fälle, die natürlich passieren. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, die
wir haben eine sehr starke, einen starken Pluralismus. Das ist auch mein Votum, um das nochmal hier deutlich zu machen. Und eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung von im Glaubensverständnis und Praxis ist, finde ich, für alle Diskussionen ganz wichtig. Und das islamische Denken, islamische Identität, wie wir das auch mal so bezeichnen, eben nicht alle Menschen so, alle Muslime so beeinflusst, wie man das vielleicht denken könnte, sondern es ist eine möglicherweise auch eben durch patriarchalische Gesellschaften geprägte. Ja, also wie gesagt, individuelle Lebenserfahrung prägen, Familie, Schule, Gruppe, Beruf, ich hatte es schon genannt. Aber also nochmal mein Plädoyer, auch durch meine jahrelange Erfahrung, dass pauschale Bewertungen die Wirklichkeit verzerren. Aber ich glaube, dass wir uns darüber auch einig sind, dass ich das nicht unbedingt jetzt als ein Votum in den Raum stelle, um zu sagen, die meisten von uns wissen, dass es den Islam nicht gibt und dass man Pauschalität bei der Beurteilung von Phänomenen, gerade von Religionen, nicht brauchen kann für den gesellschaftlichen Konsens und den Frieden. Insofern, das wäre nochmal auch meine Bitte, das auch immer im Blick zu behalten. Das sind noch zwei Bücher, die ich vielleicht noch empfehlen kann, weil ich dieses Buch gerade hier von der Ethnologin Susanne Schröter, ich habe es hier auch mit, Allahs Karawane, das finde ich sehr beeindruckend, ist gerade erschienen, eine Reise durch das islamische Multiversum. Sie sagt, es gibt kein Universum, es gibt ein Multiversum und versucht auch den feministischen Islam zu zeigen. Sie versucht, die mystischen Teile des Islam zu zeigen. Da kann man natürlich immer sagen, das sind Minderheiten. Aber sie hat das einfach mal, wenn man das weltweit sieht, auch in Deutschland, der liberal-islamische Bund, eine Moschee in Berlin, wo eine Frau Imamin ist, das hat sie alles mit aufgeführt. Ich finde, es ist wert, das auch zu zeigen und nicht zu sagen, naja, die haben ja alle, die sind ja nur Minderheiten. Aber wenn man das ganze Buch liest, merkt man, dieses Multiversum zieht sich eben durch die islamische Wirklichkeit. Das andere ist ein bisschen islamwissenschaftlich, aber immerhin ist es auch empfehlenswert, wenn man es mal so als kleines Reklambuch in die Hand bekommt und sich vielleicht auf eine Reise vorbereitet, dann finde ich das ganz nützlich. Ja, genau. Ich glaube, ich habe schon relativ lange geredet, oder? Kann das sein? Aber ich hoffe, es war nicht zu trocken.